sich sehr spontan, also nach 15 Sekunden heißt es dann, ah, ich muss gerade, pass auf, ganz kurz, du bist meine Frau heute Abend, ja, du bist meine Tochter, bist auf meinem Hang auf 138 Kilo runtergehauen. Ich bin Haarschneider, der Markus ist vorbei, Bewohner, das war zu kurz. So, jetzt aber heißt es, ab, Gas, denn dahinter diesem Vorhang, da steht ein Mann, der hat mehr Haare auf der Brust als mich auf dem Rücken, liebe Freunde. Dieser Mann braucht euren Applaus. Ich kann nur sagen, hier kommt er. Sie müssen saugen.
Die kommt bitte nicht gut dran. Und ich weiß auch. Wie lang? Gib mal Schau. Toi, kennerlich, schick mich und Tombeck. Bukurin, der Doktor du. Bukurin, votre fortune. Sitzen, die riechen kein Buch, okay.
Ich möchte das übrigens nicht mehr sagen, weil ich bin nicht freiwillig hier oben. Ich weiß noch was. Pass auf, ich bringe dich Stopp, du machst hauerliche Stopp. Ich weiß gar nicht, wir haben so viel geübt hier, das ist hauerlich hier, Peter ist hier und der Einzige, der nichts gesagt hat, ist der Herr, der Grüne macht. Was? Ich würde sagen, nach ganzen Erzählerei muss ich mal gucken, ob der ganze Clan noch ein bisschen singen kann. Ich würde sagen, Howard, das ist deine Chance, etwas zu singen. Bitte schön. Oh, yeah. So
Gleiches Publikum, anderes Programm. Dankeschön, mach's gut, kommt gut nach Hause, Dankeschön.